Ihr seid Äbtissin und ihr wollt mir meine Füße waschen? Als Novizin habe ich das oft tun müssen. Auch bei einem Mann? Nein. Weil ihr unempfänglich seid, nun ja, für die natürlichen Wünsche einer Frau? Mein Verlangen gilt Gott allein. Ihr versucht mich zu erregen. Woher habt ihr noch jene Fähigkeiten einer Hure? Ich weiß nicht viel, was dies betrifft. Und ich frage bestimmt nicht, woher ihr dies wisst. Wie ich hörte, hat eine der Schwestern ein paar Seidenspulen unbrauchbar gemacht, was dich dazu bewegt haben soll, sie vor den anderen zu bestrafen. Nein, Mutter Oberin. Nein. Nicht bestrafen. Ich wollte Bartholomäa wehtun. Habe ich das richtig verstanden? Du wolltest dir Schmerz zufügen? Mit Absicht? Ja, es war mit Absicht. Es geschah nicht aus Bosheit. Wenn Sie es Bosheit nennen, dann muss es wohl auch so gewesen sein. Bedeutet das, du weißt nicht, was du in dir fühlst? Anscheinend nicht. Hat Bartholomäa irgendetwas getan, das dich erzürnt hat? Nein. Hast du sie aus irgendeinem Grund? Nein. Empfindest du Zuneigung für sie? Ich empfinde eher sowas wie Mitgefühl, ja. Für das, was sie erlitten hat. Auch für das von dir zugefügte Leid? Ja, aber Pater Ricordati sagte, Leid führe uns zu Gott und mache uns stark. Das uns auferlegte Leid. Nicht das Leid von anderen. Ich habe Jesus gesehen. Er ist mir erschienen. Ich bin seine Braut, nicht wahr? Er hat mich dazu gemacht. Die Stigmata. Jesus Christus hat unsere gesegnete Schwester auserwählt. Es ist Schwester Benedetta. Benedetta! Meint ihr, ich sei zu voreilig, wenn ich an dieses Wunder glaube? Ich meine, dass ihr überhaupt nicht daran glaubt. Nehmen Sie mich! Nehmen Sie mich! Wie heißt du? Schwester Benedetta. Und du? Bartholomäa. Ich wäre fast gefallen. Schwester Benedetta? Gott hat mir dieses Mädchen in den Weg gestellt. Sie muss mit eiserner Hand, die ich nicht habe, geführt werden. Gott zeigt dir den Weg. Hat Bartholomäa etwas getan, das dich erzürnt hat? Nein. Empfindest du Zuneigung für sie? Was hier geschieht, ist Blasphemie. Jene, die die Macht haben, wissen davon. Wenn sich eure Schwester der Blasphemie schuldig gemacht hat, endet sie auf dem Scheiterhaufen. Jedoch bedarf eine derartig außergewöhnliche Anklage außergewöhnlicher Beweise. Ich kenne Gottes Wege nicht. Aber ich weiß, dass er will, dass ich seine Wünsche umsetze. Du musst ein vollständiges Geständnis ablegen. Ah! Sakrileg! Entsage deiner Eitelkeit. Gestehe! Die Wege Gottes sind uns nicht immer verständlich. Womöglich hat er Benedetta in Trance versetzt. Oder Gott hat uns eine Wahnsinnige, die Unsinn von sich gibt, geschickt.